Willkommen, die Verbotsliste ist gedroppt und was soll ich sagen? Free Content Time, das bedeutet, ich gucke mir wieder an, was die anderen YouTuber so zu der Liste gesagt haben. Kleiner Real Talk hier am Rande, ja, die Liste ist ziemlich kurz und ja, man hätte natürlich mehr machen können und ja, es ist nicht so spannend, man hat es irgendwie erwartet und irgendwie war die Liste eher so... Also beschäftigen wir uns ja heute nicht so sehr mit den einzelnen Karten, sondern eben eher mit den YouTubern. Aber ich würde sagen, fangen wir mal an. Aber eine Sache, die muss man tun. Es gibt eine Sorte von Klicks, die muss man mitnehmen. Und zwar, wenn die Banlist erscheint. Ja gut, wenn das so ist, dann gucken wir einfach mal bei Julio vorbei. Ja gut, dann machen wir einfach mal weiter. Okay, ich bin mir zwar zu 100% sicher, dass das, was ich predicted habe... sowieso nicht passiert, denn das ist sowieso nie so. Doch ein paar Sekunden später sagte er Folgendes. Linkcross verboten, Freunde! Ich hab's euch gesagt, Linkcross muss gehen und Linkcross ist gegangen. Ja, passiert nie, ne? Niemals würde sowas überhaupt passieren. Und wie bereits ich ja sagte, ist die Liste nicht ganz so spektakulär und das fasst Herz der Karten eigentlich ziemlich gut zusammen. Ich bin ein bisschen emotionslos, so keine Ahnung, weil also so... es ist halt ziemlich viel klar gewesen, was passiert. Eben, war jetzt aber nicht so, wo ich sagen muss, boah, das catcht mich jetzt so oder. Das wäre halt jetzt auch irgendwo fake, würde man... Nichts Überraschendes. Ah ja, und wo wir gerade bei Herz der Karten sind. Was macht man eigentlich vor einer Verbotsliste? Richtig. Eine Vorhersage, welche Karten eben auf dieser Liste sind. Ärgerlich wäre jedoch, wenn man so eine Prediction irgendwie vorher hochladen würde, vielleicht sogar am selben Tag, als die Liste online kommt und man eigentlich zwei Teile geplant hatte. Ja, wäre auf jeden Fall ziemlich ärgerlich und genau das ist Herz der Karten eben passiert. Sie haben am selben Tag ihre Vorhersage hochgeladen, die dann ja quasi egal war, weil dann eben noch am selben Tag eben die Reaction kam, wo sie eben auf die Liste eingegangen sind und der zweite Teil wurde einfach komplett gestrichen. Aber wollen wir hier auch etwas mitgeben und zwar es gibt eine goldene Regel, die man eigentlich beachten sollte, wenn man mit der Verbotsliste zu tun hat und zwar, man sollte sich keine Karten vor der Verbotsliste kaufen. Erst recht keine Karten, die eben gefährdet sind, beziehungsweise wo man sagen könnte, ja, vielleicht wird die gehittet, denn wenn ihr diese Regel nicht beachtet, dann könnte es vielleicht passieren, dass es euch so ergeht wie Robin. Oh, Linkcross hat's getroffen. Ich habe noch einen bestellt. Also, welcher Typ kauft sich ein Monster wie Linkcross? Ja, welcher Typ? Was soll ich da groß zu sagen? Und öfter spekuliert man bei einer Liste ja auch, was zurückkommt. Und so dachte David, vielleicht passiert das hier. Fallen irgendwas zurück? So Vanity Sample. Danke für diese geniale Überleitung von David. Denn ja, letztens habe ich ein Video gemacht, wo diese Karte zufälligerweise drin vorkam. Klickt einfach mal oben aufs i, dort kommt ihr direkt zum Video. Und auch Herz der Karten hat dort einen Beitrag. Vielleicht geht es sogar um Emptiness. Man weiß es nicht. Ja, auch Sia und Graf sind auf dieser Liste auf 3 gegangen. Und Victor sagte dazu einfach... Graf gleich mit dazu. Okay, ganze Familie kann gleich mit. Na Victor, da müssen wir auch nochmal reden. Hast du nicht vielleicht eine Dame vergessen? Wäre das nicht ziemlich unhöflich, wenn du die ewige Dame Beatrice vergessen hättest? Naja, sind wir mal ehrlich, solange Beatrice noch auf 1 ist, wird nicht mehr so viel passieren mit diesem Deck. Aber vielleicht kommt bei der nächsten Liste Beatrice ja auf 2. Man wird sehen. Und ja, mehr gab es eigentlich nicht. Ich müsste jetzt das Video eigentlich auf 8 Minuten strecken, so wie quasi alle anderen YouTuber. Denn alle haben ihre Videos irgendwie über 8 Minuten gestreckt. Außer CK Phoenix, der war zumindest ehrlich. So Freunde, eine Sache, die ich noch vergessen hatte zu erwähnen. Und ich werde ganz ehrlich mit euch sein, das mache ich gerade nur, um mein Video auf die 8 Minuten zu bekommen. Ich meine, immerhin bin ich ehrlich mit euch, okay? Und bevor hier das Video zu Ende geht, müssen wir nochmal die gesamte Liste einblenden. Nicht, dass am Ende jemand sagt, hey, es geht hier um die Verbotsliste, aber ich weiß jetzt gar nicht, was verboten wurde oder limitiert wurde. Hier wird die Liste einmal kurz gezeigt. Und das soll es auch mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, dass nächstes Mal ein bisschen mehr zu holen ist. Sonst muss ich selber noch eine Reaction machen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video und ciao!